Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Videotalk bei der Lausitzer Rundschau. Ich bin sehr froh darüber, dass Dirk Lottner, der Trainer von RWE Cottbus, sich wieder für uns Zeit genommen hat. Herzliche Grüße und einen schönen guten Tag, Herr Lottner. Guten Tag, hallo. Als erstes in diesen Corona-Tagen gilt natürlich die Frage der Gesundheit. Wie sieht es aktuell aus bei Ihnen und Ihrer Mannschaft? Sind alle fit oder gibt es möglicherweise auch Infektionsfälle beim FC Energie? Ja, Infektionsfälle in dem Sinne jetzt nicht, was Corona angeht, aber wir haben natürlich schon immer noch die Verletzten, die wir letzte Woche schon hatten. Trotzdem sieht es da bei dem einen oder anderen auch schon wieder besser aus, also dass sie Teile des Mannschaftstrainings schon wieder mitmachen können. Ansonsten ist natürlich Jannik Frick jetzt auch bei der Nationalmannschaft wieder für 10 Tage. Der Nils hat sich heute krank gemeldet, war schon beim Arzt, sind aber auch keine Symptome, was Corona angeht. Lassen wir vorsichtshalber trotzdem erstmal weg, ne, bis wir dort mehr Gewissheit haben. Ja, und ansonsten versuchen wir die Zeit halt sinnvoll zu nutzen und an ein paar Themen zu arbeiten, die uns natürlich beschäftigen und noch besser machen sollen. Auf diese Themen möchte ich auch noch kommen im Laufe des Gesprächs. Vorab trotzdem noch mal eine Nachfrage zu Corona. Sie haben gerade gesagt, Jannik Frick ist jetzt wieder nur zur Nationalmannschaft gefahren. Wir wissen ja, der hatte schon eine Corona-Infektion. Inwieweit ist für Sie dieses Thema präsent? Wie informieren Sie sich dazu? Haben Sie die Zahlen immer aktuell auf dem Laufenden? Schauen Sie die Nachrichten dazu? Gerade gab es beispielsweise die Information, dass ein deutsches Unternehmen möglicherweise einen Impfstoff gefunden hat und entwickeln kann. Ja, wie sind Sie da up to date beim Thema Corona? Ja, ich bin da sehr im Thema drin, weil ich mir auch sehr viele Sendungen und Talkshows vor allen Dingen angucke, die abends so laufen. Natürlich informiert man sich auch über die aktuellen Fallzahlen, die dort immer wieder morgens präsentiert werden. Dementsprechend beschäftigt das einen natürlich gerade im Hinblick auch, dass wir hier Mannschaftssport betreiben, wo wir natürlich Infektionen ausschließen müssen. Es ist allgegenwärtig, also man kommt ja auch nicht dran vorbei, selbst wenn man möchte. Was den Impfstoff angeht, glaube ich, wissen wir ja alle, dass mit Sicherheit wir nicht die Ersten sein werden, die dort geimpft werden. Also dementsprechend bin ich da nicht ganz so optimistisch, was das Thema Impfstoff angeht. Also das wird sich schon noch eine lange Zeit erstmal so tragen mit diesen ganzen Themen. Entscheidend ist, glaube ich, für uns alle, wie für alle in der Bevölkerung, wie geht man mit diesem Thema um und was kann man selber dafür tun, um die Infektionsherde so gering wie möglich zu halten. Andererseits aber trotzdem versuchen, ein einigermaßen normales Leben zu führen. Ich glaube, das sind die Themen, die uns alle beschäftigen und was im Moment natürlich nicht ganz so einfach ist, wenn man seinen Beruf nicht ausüben darf. Das sind wirklich spannende Themen. Auch da kommen wir nachher noch drauf hin, auch auf die Geisterspiele, die möglichen in der Regionalliga. Trotz allem würde ich noch ganz schnell eine Kurve machen. Heute ist der 9. November 2020. Ist auch ein Jahrestag des Mauerfalls. Kurze Frage: Können Sie sich noch daran erinnern, wo Sie das vor 31 Jahren erfahren haben und wie Sie das erlebt haben, dass die Mauer gefallen ist? Sie waren damals, ich habe nachgeschaut, Nachwuchsspieler bei Fortuna Köln. Ja, dann wird das so sein, ja. Aber mit Sicherheit, wie die meisten anderen auch, am Fernseher verfolgt und gesehen, was dort passiert. Aber große Erinnerungen, muss ich ehrlich sagen, habe ich da auch nicht dran. Jetzt 31 Jahre später sind Sie ja dann tief im Osten auf der anderen Seite der Mauer gelandet. Lassen Sie uns zum FC Energie Cottbus kommen. Eigentlich stünde jetzt ja das Pokalspiel, das Landespokalspiel gegen den SV Babelsberg am Wochenende an. Für Energie Cottbus immer ein sehr, sehr reizvolles Spiel gegen diesen Gegner. Das Spiel findet jetzt nicht statt. Ich habe auch nochmal nachgefragt. Es gibt auch noch keinen neuen Termin beim Fußball-Landesverband Brandenburg. Trotz allem, wie weit wäre denn Ihre Mannschaft für dieses Spiel bereit? Wie ist Ihre Mannschaft aktuell drauf? Ja, es ist halt so, dass wir natürlich einen ganz, ja, in Anführungsstrichen einen normalen Trainingsrhythmus versuchen, aufrechtzuerhalten. Einerseits unter der Woche etwas intensiver, dafür machen wir aber die Wochenenden frei. Haben jetzt gerade heute und morgen die Zeit einfach auch mal genutzt, um Ausdauertests stattfinden zu lassen. Also dementsprechend sind wir heute in zwei Gruppen geteilt. Die eine macht den Ausdauertest, die andere wird gleich am Platz trainieren. Morgen ist es genau andersrum. Also es gibt schon einige Themen, die man natürlich jetzt auch einbauen kann, wo du im normalen Rhythmus nicht so kommst, die abzuhalten. Dementsprechend, das, was ich eben schon gesagt habe, die Zeit sinnvoll nutzen, das geht auch. Das hatten Sie ja bereits nach dem 1:1 gegen Luckenwalde gesagt. Wenn diese Corona-Pause was Positives hat, dann ja, dass man die Zeit nutzen kann und dass vor allem auch die Verletzten wieder den Schritt ran an die Mannschaft machen können. Ich würde gerne mit Ihnen kurz mal die Verletztenliste durchgehen. Sie könnten bitte zu jedem Spieler kurz mal sagen, ja, wie es dem aktuell geht. Also wir hatten da Niklas Erlberg, der hatte Knieprobleme, hat deswegen nicht gespielt gegen Luckenwalde. Wie geht's dem? Ja, der hat ja schon eine langwierige Verletzung, hat immer wieder Probleme an der Patellasehne, andererseits am anderen Knie auch Kniebeschwerden gehabt.
war ja schon in der Vorbereitung beziehungsweise Anfang der Saison immer wieder auch mal den einen oder anderen Tag draußen. Und Patellasehne ist halt eine Verletzung ähnlich wie die Achillessehne. Da brauchst du absolute Ruhe. Das geht nicht in 2, 3 Tagen Ruhe und dann ist es weg, sondern die Zeit geben wir ihm jetzt da 2, wenn es sein muss, auch 3, 4 Wochen Ruhe reinzubekommen, in der Hoffnung, dass die Entzündung dann komplett weg ist. Okay. Florian Brückmann hat eine Sprunggelenksverletzung, eine schwerwiegendere. Ja, wie ist der Stand? Ja, da ist immer noch so, dass er eigentlich schmerzfrei ist, aber die Ärzte nach wie vor sagen, dass er seinen Stützschuh weitertragen soll, weil das eine Verletzung ist, die im Fußball halt nicht so häufig vorkommt. Ich kannte sie gar nicht. Dementsprechend muss man da vorsichtig sein. Wenn es nach seinem Empfinden geht, würde er wieder mittrainieren, aber die Ärzte raten ihm dringend davon ab, weil es immer mal wieder passieren kann, dass da irgendwas wieder einreißt. Also da werden wir mit Sicherheit noch 2, 3 Wochen Geduld haben müssen. Axel Boltmann hat einen Muskelfaserriss. Ist im Individualtraining, im Aufbautraining, macht Teile des Mannschaftstrainings schon mit. Diese Woche noch ja, im Teilbetrieb, sage ich mal. Nächste Woche gehen wir davon aus, dass er wieder am Mannschaftstraining teilnehmen kann. Okay, dann noch Tobias Hasse, auch eine langwierige Knieverletzung, war lange da nicht mehr dabei. Ja, das ist ein Spieler, den ich ja noch gar nicht kennengelernt habe, mehr oder weniger, außer Ja. von ein paar Begegnungen in der Kabine, aber auf dem Platz jetzt noch nicht allzu viel. Ist aber auch mittlerweile schon wieder auf dem Platz mit unserem Athletiktrainer, genauso wie Even, bestreiten sie Teile des Mannschaftstrainings schon mal mit. Teile, da rede ich dann immer von Aufwärmen, koordinative Dinge, Passformen, und dann gehen sie wieder raus. Aber dass diese Möglichkeit schon mal da ist, ist schon mal ein erster Schritt. Okay, dann haben wir noch Yannick Meder, Außenbandriss. Wie sieht's da aus? Ja, beim Janik sieht es sehr gut aus. Also da gehen wir davon aus, dass er jetzt wirklich in dieser Woche ganz eng ans Mannschaftstraining rangeführt wird. Ähnlich wie bei den beiden anderen Spielern macht er bislang Teile des Mannschaftstrainings mit. Da wollen wir aber jetzt die Intensität innerhalb der Woche so steigern, dass er hoffentlich wieder auch voll mittrainieren kann. So, und letzter auf meiner Liste ist dann noch Max Kremer, der hatte, glaube ich, muskuläre Probleme. Was genau wurde war nicht bekannt. Was hat er gehabt? Ja. Der Max hatte ja auch einen Faserriss, einen kleinen Faserriss im Oberschenkel hinten. Da ist es leider so, dass er da einen kleinen Rückschlag erlitten hat in der letzten Woche und dementsprechend auch erstmal weiterhin nicht am Training teilnehmen kann. Ziemlich lange Liste, also das muss man schon sagen, dass Energie da ziemlich gebeutelt ist in diesen Tagen. Ja, es ist halt ein intensiver Spielplan gewesen mit einer kurzen Pause, mit einer intensiven Vorbereitung und die eine oder andere englische Woche. Und was man auch nie außer Acht lassen darf, na, ist natürlich schon die Tatsache, dass wir aufgrund unserer sportlichen Situation auch die psychische Belastung irgendwo auch vorhanden war. Und all diese Komponenten, glaube ich, tragen dann schon dazu bei, dass vielleicht Verletzungen dann auf einmal entstehen, die vielleicht im normalen Alltag, wenn es positiver läuft, wenn du nicht so viele englische Wochen hast, die vielleicht dann nicht vorkommen. Wie planen Sie denn aktuell so Ihr Training? Wir haben schon gesagt, jetzt auch mal noch ein bisschen ein Test, ein Krafttest gewesen, ein Konditionstest. Ist das aktuell eher so eine Saisonvorbereitung mit mehr Kraftaufbau oder ist das jetzt ja eine Spielpause zum Durchatmen und ein bisschen auch das Taktische zu verfeinern? Wie agieren Sie da? Ja, wir versuchen da eine gesunde Mischung hinzubekommen. Einerseits natürlich an unserem Defensivverhalten weiter zu arbeiten. Andererseits natürlich ganz extrem auch das Spiel mit dem Ball weiter zu forcieren, weil ich einfach der Meinung bin, in dem Moment, wo du auch das Spiel mit dem Ball besser beherrschst, bist du nicht so anfällig hinten, weil du ja auch besser organisiert bist nachdem du keine unnötigen Ballverluste hast. Dementsprechend sind das die Themen, die wir angehen wollen. Darüber hinaus auch sehr komplexe, intensive Trainingsformen wählen, wo die Jungs auch wirklich mal ans Husten kommen. Und Krafttraining und all diese Themen haben wir ja grundsätzlich in unserem normalen Wochenablauf eh immer drin. Wie gesagt, am Wochenende das Spiel gegen Babelsberg fällt aus. Welchen Zieltermin haben Sie denn derzeit im Kopf? Worauf arbeiten Sie gerade hin? Ja, eigentlich auf gar keinen Termin, muss ich ehrlich sagen. Wir arbeiten so, dass wir jederzeit umschwenken können und sofort in den Spielbetrieb übergehen können. Deswegen auch diese intensiven Einheiten unter der Woche, aber auch wieder dieses Runterfahren dann am Wochenende, wo die Jungs dann auch mal wieder sich erholen sollen.
Ist es schwierig für uns natürlich auf irgendein bestimmtes Datum hinzuarbeiten. Im Raum steht ja immer noch dieser 25.11. Halte ich trotzdem für fraglich. Ich weiß es nicht. Ich denke, ein Stück weit wird es auch davon abhängig sein, was am 16., glaube ich, treffen sich die wichtigsten Leute Deutschlands nochmal, um diese Themen zu besprechen. Und dann werden wir vielleicht auch wieder ein Stück weiter sein. Der Präsident von Lok Leipzig, Thomas Löwe, hat jetzt gesagt, ihm wäre es am liebsten, die Mannschaften sofort in die Winterpause zu schicken. Alles andere hält er für wenig sinnvoll. Er sagt, die Zahlen gehen weiter nach oben, die Krankheiten kommen auch näher an die Mannschaften ran, Spiele fallen aus. Ja, was halten Sie davon? Ja, ich bin eigentlich genau im Gegenteil der Meinung. Also ich finde, solange es irgendwie möglich ist, dass wir unseren Beruf ausüben dürfen, sollten wir alles versuchen, um das auch hinzubekommen. Dass mit Sicherheit vielleicht auch mal der ein oder andere Fall in der Mannschaft vorkommen wird, dann muss man einfach rechnen. Das geht nicht an uns vorbei. Ja, am Vereinsgelände macht der Virus nicht Halt. Aber ich denke, gerade in unserer Situation und das, was gerade unsere Bundesligisten davor leben, das muss man versuchen, nach unten zu transportieren, um dann wirklich am Fußballspielen zu bleiben. Und ich, wenn alle Vereine alles dafür tun, dass wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Fußball gespielt werden kann, dann bin ich eher dafür, das auch zu ermöglichen. Dann lassen Sie mal ein bisschen aufs Taktische kommen. Sie haben schon gesagt, so ein bisschen diese Balance zwischen Defensive und Offensive. Das ist ja eigentlich das Thema, was Sie schon seit einigen Wochen haben. Das funktioniert noch nicht so richtig. Ich habe so das Gefühl, dass es vor allem daran liegen könnte, wie Sie das Mittelfeld formieren und gerade da den Neuzugang Jonas Hofmann in die richtige Position bringen mit Niklas Erbeck, mit Tobias Eisenhuth, dass dieses, ja, Dreieck der drei wichtigen Spieler da gut funktioniert. Wie weit sind Sie denn da? Ja, ich muss ja ganz ehrlich sein. Also ich denke, dass wir immer noch so ein bisschen in der Findungsphase sind. Ich hatte das ja schon mal angesprochen, dass gerade am Anfang meiner Zeit natürlich die Defensive erstmal Priorität hatte. Das haben wir dann im ersten Spiel in Babelsberg wirklich ausgezeichnet hinbekommen, so gut wie keine Torschance aus dem Spiel heraus zugelassen. Hinzu kam natürlich dann immer ein neuer Trainer und alle sind nochmal gewillt, eine Schippe draufzulegen. Der Fokus ist nochmal ein anderer. Deswegen hat das sehr gut geklappt. In den darauffolgenden Spielen, ne, Fürstenwalde war das dann, ne, als wir 3-1 gewonnen haben, war es nach vorne hin schon in Teilen dann so, wie ich mir das auch vorstelle, gerade zu Beginn des Spiels. Haben es dann aber in der zweiten Halbzeit auch dann wieder nicht geschafft, so ein Spiel mal sauber durchzuspielen. Also es sind so verschiedene Komponente, die da eine Rolle spielen. In dem Moment, wo du den Wert auf die Defensive legst, kriegen wir das eigentlich immer ganz gut hin. Beispiel auch Hertha BSC Berlin, wo wir sehr kompakt gestanden haben, defensiv gut organisiert waren, wenig zugelassen haben. In dem Moment, wo du aber dann in der Spielvorbereitung beziehungsweise der Mannschaft auch so den Wink gibst, jetzt wollen wir aber auch aktiver nach vorne spielen, jetzt wollen wir auch mehr Ballbesitz haben, wollen selber den Spielrhythmus bestimmen, geht das eine wieder verloren. Und in dieser Phase befinden wir uns gerade. Das eine beizubehalten, diese Defensivorganisation, dieses Bewusstsein, dieses Umschalten für die Defensive, andererseits aber auch das Spiel mit dem Ball voranzutreiben. Und diese Schwelle haben wir leider noch nicht erreicht. Das habe ich letzte Woche dann auch nach dem Spiel vielleicht auch ein bisschen deutlicher gesagt als üblich. Aber es ist halt so, wir haben in all diesen Spielen es noch nicht geschafft, eine Mannschaft auch fußballerisch zu beherrschen. Und ich glaube einfach, dass wir viel zu viele einfache Abspielfehler haben. Dadurch sind wir immer unorganisiert. Deswegen laden wir den Gegner zu oft ein, eigentlich aus nichts sich Torschancen zu erspielen. Und deswegen bin ich der Überzeugung, in dem Moment, wo wir es schaffen, auch besser strukturierter Fußball zu spielen, dass wir dann auch hinten raus weniger Probleme hinten haben werden. Sie waren ja tatsächlich sehr deutlich nach diesem Spiel. Da war ich auch ein bisschen überrascht, aber Sie haben das eben offen angesprochen und Sie haben sogar gesagt, wenn man sich das jetzt anschaut, die Spiele, die ich hier erlebt habe als Trainer, möglicherweise fehlt dann auch noch ein bisschen Qualität. Das ist sicherlich eine harte Aussage gegenüber der Mannschaft, aber Sie haben ja auch bei der Mitgliederversammlung deutlich gesagt, dass Sie daran gemessen werden wollen, nicht in dieser Saison, aber kommende Saison mit Energie Cottbus, ja, um den Aufstieg mitzuspielen, am Ende auch aufzusteigen. Jetzt so nach 8 Wochen in Cottbus beim FC Energie, was würden Sie sagen, welche Qualitäten fehlen denn dem FC und diesem Kader noch? Ja, ich glaube schon, dass ich das ein bisschen relativieren kann. Ich weiß nicht, ob ich mich daran messen lassen wollte damals, dass ich das gesagt habe, aber ich bin natürlich nicht hier hingekommen, um irgendwo im Mittelfeld rumzudümpeln, sondern meine Ziele und auch die Ziele des Vereins sind Minimum mal um den Aufstieg mitzuspielen. Und aktuell wird das in dieser Saison definitiv mal nicht der Fall sein, unabhängig davon, ob wir jetzt weiterspielen dürfen oder nicht. Also dementsprechend muss man die Zeit jetzt schon mal gut nutzen, um auch zu planen und natürlich die Spieler
dass sie nächstes Jahr eine tragende Rolle spielen können. Von daher ist das mit Sicherheit nicht einfach, aber es ist eine unserer primären Aufgaben, auch jetzt schon den Grundstein für die nächste Saison zu legen. Und ja, da arbeiten wir auch dran. Sind Sie da auch in Personalgesprächen? Die Winterpause ist ja gar nicht mehr so weit hin, dann kann der Kader möglicherweise sich nochmal verändern. Gibt es Spieler, denen Sie vielleicht sagen müssen, such dir einen neuen Arbeitgeber, das funktioniert im Kurs vielleicht doch nicht für dich? Sind Sie da schon so weit? Nein, also für die Winterpause haben wir jetzt keine Veränderungen vorgesehen, weder auf Zugänge noch Abgänge. Aber du hast natürlich jetzt schon noch lange Zeit, dir auch ein Bild von den Spielern zu machen. So lange bin ich jetzt auch noch nicht hier. Und auch jedem Spieler zu erkennen zu geben, wer das nächstes Jahr hier mit aller Konsequenz auch angehen möchte. Es geht ja nicht darum, einfach nur ein bisschen Fußball zu spielen, sondern es geht darum, Ziele zu erreichen. Und Ziele erreiche ich nur, wenn ich auch bereit bin, da alles für zu investieren und um mich auch weiterzuentwickeln. Und weiterentwickeln hängt nicht immer nur vom Trainer ab, sondern was bin ich selber bereit, dazu beizutragen, dass ich meine Leistung steigere. Und da müssen wir einfach hinkommen. Und da arbeiten wir wirklich auch täglich daran, die Jungs da immer wieder mitzunehmen, in die Eigenverantwortung mitzunehmen. Und ich hoffe, dass das dann auch mittelfristig so fruchtet, dass wir als Mannschaft jetzt in dieser Saison auch noch besser werden. Und dann werden wir sehen, wo wir am Ende der Saison landen. Aber perspektivisch wird das natürlich schon ein Weg sein, den wir einschlagen werden. Ich hatte vorhin schon nach dem Mittelfelddreieck gefragt, auch speziell nochmal die Nachfrage nach Tobias Eisenhuth, dass ein Junge hier aus dem Cottbuser Nachwuchs galt so oder gilt so ein bisschen als der neue Rohdiamant, ja, der auch schon bei anderen Vereinen auf dem Zettel stand, zur U19 eingeladen worden, zur Nationalmannschaft. Wie beobachten Sie ihn und seine Entwicklung in diesen Tagen? Ja, Tobi ist mit Sicherheit auch ein fester Bestandteil der Mannschaft, mit seinen 19 Jahren wirklich schon auch gut unterwegs. Aber auch ihm, glaube ich, hat man gerade jetzt im letzten Spiel angemerkt, so 3 Spiele in einer Woche auf höchster Intensität sind für ihn am Ende des Tages vielleicht dann auch noch ein bisschen zu viel. Er macht die Sache ordentlich, er macht vor allen Dingen die Dinge, die ich auch immer wieder fordere, nämlich die tiefen Laufwege aus den Halbräumen herauf, um Tiefe zu schaffen. Er hat ein nötiges Tempo, wo er jetzt noch dran arbeiten muss, ist sich ab und zu mal ein bisschen schneller zu orientieren und schneller vom Ball zu trennen. Und natürlich immer wieder auch selber aus dem Mittelfeld heraus in diesen torgefährlichen Bereich überzugehen. Aber wie gesagt, mit 19 Jahren ist er noch lange nicht am Ende seines Weges, sondern er hat ja gerade erst angefangen und ist mit Sicherheit auch ein Spieler, der eine gewisse Perspektive auch vor sich hat. Dieser torgefährliche Bereich, der ist für Sie sicherlich auch weiterhin ein Thema. Sie waren ja damals auch ein sehr torgefährlicher Mittelfeldspieler. Energie in dieser Saison erst 18 Saisontore in 13 Spielen. Das ist sicherlich eine Quote, mit der Sie nicht zufrieden sind. Nein, das sage ich auch den Jungs immer und das habe ich auch schon mal nach außen, glaube ich, gesagt, dass ich mit dem Spiel, mit dem Ball, gerade was das Herausspielen, ne, nicht herauskämpfen oder würgen oder irgendwas, sondern klare Aktionen zu haben, dass wir da noch Riesenpotenzial haben, anzustimmen. Wir trainieren es mindestens 2-mal die Woche, Abläufe, tiefe Laufwege, all diese Dinge. Aber das hat natürlich dann am Spiel auch was mit Bereitschaft zu tun, sich nach dem Ballgewinn nicht auszuruhen, sondern da auch nochmal sich zu quälen und diese Wege zu gehen, um seinen Mitspielern Möglichkeiten zu schaffen. Also es gibt ein paar Baustellen, um das Ganze halt komplex zusammenzubringen. Aber wie gesagt, wir sind da sehr optimistisch, dass wir das hinbekommen. Aber das sind halt Themen, die gehen auch nicht von heute auf morgen. Ich glaube trotzdem, für den Stand, wo ich die Mannschaft übernommen habe und Stand heute, haben wir es erstmal zumindest geschafft, da unten rauszukommen, die Mannschaft ein Stück weit zu festigen. Mit einer Niederlage ist uns das ordentlich gelungen. Wir haben natürlich auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt, gerade gegen den Berliner AK. Aber unterm Strich muss ich schon sagen, dass ich grundsätzlich erstmal damit zufrieden bin, dass wir jetzt nicht da unten hängen geblieben sind, weil dann kann eine Saison da mal einen ganz anderen Verlauf nehmen, wenn du dann nachher wirklich im Keller hängst und wirklich Woche für Woche dafür sorgen musst, dass jeder Punkt dann wichtig ist. Und jetzt haben wir halt eine Situation, wo wir zumindest mal nicht mehr ganz so tief schauen müssen, sondern einfach auch in Ruhe auch an unseren Themen arbeiten können. Trainer, zum Abschluss des LR Video Talks noch eine persönliche Frage. Sie sind jetzt 8 Wochen in Cottbus. Ja, wie groß ist Ihr Heimweh? Wie sehr fehlt Ihnen der Kölner Dom und vor allem, wie sehr fehlt Ihnen Ihre Familie? Also Familie fehlt einem ja immer, aber da habe ich ja Gott sei Dank 2 Mädels an meiner Seite, die mich auch schon 2-3 Mal jetzt hier besuchen waren. Von daher sorgen wir immer wieder dafür, dass wir uns auch sehen. Heimweh nach Köln hält sich aktuell auch noch in Grenzen, auch wenn wir jetzt am Wochenende frei hatten, hatte ich überlegt, mal wieder nach Hause zu fahren, bin dann trotzdem zu dem Entschluss gekommen, dass ich die Strapazen dann nicht auf mich nehmen will, sondern lieber
lieber mich sammeln möchte und über andere Themen, was den Fußball angeht, mich auseinandersetzen möchte. In 2 Wochen werde ich aber auf jeden Fall mal nach Hause fahren, es sei denn, wir spielen am 25. Aber dann hat meine Tochter Geburtstag und dann möchte ich schon mit ihr in Köln feiern und mit der Familie. Genau, ich drücke die Daumen. Bleiben Sie weiterhin gesund. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben hier beim LR Video Talk und bis demnächst mal wieder an dieser Stelle. Vielen Dank. Immer wieder gerne. Solange es nicht anders geht, machen wir es halt so. Passt genau, schon. Genau, das kriegen wir hin. Dankeschön. Tschüss. Gerne. Jo, tschüss.